Was in dieser Folge passiert, erfahrt ihr am besten von alleine, wenn ihr diese Folge schaut. Also viel Spaß! Es geht weiter mit Donkey Kong Country Returns 3D hier in den Wolken. Und es wird Zeit für die zwei letzten Level. 9-8, tosendes Vulkanrumoren. Was hat das achte Level, welches die achte Welt repräsentiert, hier zu... Nein. So, jetzt. Das will sich nicht fixen. Scheiße. Und ich habe keinen Bock drauf, also bis gleich. Also es hat sich, ich konnte es nirgends wie beheben, also werde ich euch wieder Musik von diesem Level einblenden müssen. Und ich werde halt diesem Scheiß zuhören müssen. Was soll's. Vielleicht wird sich dann später die Musik fixen von alleine. Aber die Vermutung, ich vermute, das wird nicht passieren. So, ich warte hier immer noch auf ein Puzzleteil. Welches nicht kommt, okay. Dann kann ich ja von hier aus abhauen. Hier ist ein Puzzleteil, okay. Und ihr seid jetzt am Laufen, okay. Dann nichts für weg. Ich will nicht in die Lava fallen. Denn in der Lava ist für Baden nicht geeignet. Zumindest für mich nicht. Für diese Lava-Dinger schon. Aber ich bevorzuge da etwas anderes. So. Und hier kommen jetzt kleine Zahnräder. Coole Idee. Wäre das nur sicher? Scheiße. Oh ne! Oh Gott. Wait. Der Sound hat sich gefixt. Okay. So. Scheiße, nicht Optionen. Jetzt ist es normal. Yes. Da muss ich ja keine Musik weiter länger einblenden. Ihr könnt jetzt alles live hören. Nice. Keine Ahnung auch, wieso das so in der letzten Welt auftretet, also in der neunten. Das war auch so bei diesem goldenen Tempel. Keine Ahnung, wieso das so ist, aber okay. Dann halt hat es sich jetzt zumindest gefixt. So. Das Puzzleteil muss ich haben. Und da kann ich auch danach sterben. So. Ich töte mich nochmal. Ja. Also es ist irgendwie ein Bug. Tätet es nur bei meiner Technik auf oder auch auf dem originalen 3DS? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, denn ich habe das Spiel, ich habe es mir vor kurzem auf den 3DS neu gekauft. Für 20 oder 15 Euro. Aber ich weiß nicht genau, ich habe es auf dem 3DS nicht durchgespielt. Ich weiß nicht, ob es dort auch so ist wie hier mit dem Sound. Keine Ahnung. Und wie ist es auf der Wii-Version? Auch keine Ahnung. So. Dich töte ich schnell. Und da gab es kein Puzzleteil. Du kommst mit. Es sieht ein bisschen aus, als könnte man hier nach unten. Und man kann auch da nach unten. Oh nein. Ah ne, hier gibt es keine Soundfehler mehr.
Nice. So. Und dann hätten wir das Puzzleteil. Hauptsache, ich vergesse nicht, diese Fehler zu fixen. Dann später der Videobearbeitung. Sonst wird es blöd. So, uns hat sich der Weg geöffnet. Ein Teilchen des Weges ist aber kaputt gegangen, aber das ist nicht schlimm. So, da unten gab es nichts. Und dieses Teilchen des Weges kommt hierher und dieses Ding steigt ab in die Lava. Scheiße! Das darf nicht wahr sein. Das geht gar nicht. So. Mir sind die Leben auch egal. Denn mir ist das hier nicht egal. Lelelelelele. Sofort töten. Lieber einmal sterben, aber als... Also im Spiel natürlich werde ich lieber einmal sterben. In real life nie. Im real life nie. Da kann ich auch im real life mit schlechtem Sound leben. Aber das nervt schon. Ich glaube, das ist ein Bug. Keine Ahnung, wieso er auftretet. Aber das ist halt der Preis, den man für so eine hohe Qualität bezahlen muss. Leider. Denn die Technik, die ich hier benutze, ist noch nicht gut ausgearbeitet, muss man einfach so sagen. Und ja. Deshalb wird es zu solchen Fehlerchen kommen. So, da gab es kein Puzzleteil. Herzi. Nix. So, nice. Auch kein Puzzleteil. So, du gehst wieder nach unten. Hm, vielleicht hätte man hier auch die ganzen Bananen sammeln sollen. Ist mir eigentlich auch egal. Scheiße, hierher musste man. Ja. Und wie man dahin musste. Da war bestimmt das vorletzte Puzzleteil. Ich vermute, dass hier eins ist und ich hole es mir gleich. Und diese Bananen wollte ich auch holen. Dann werde ich zweimal halt sterben. Ist nicht schlimm. Und hole mir jetzt hier das Ding. Das Puzzleteil. Egal, was es kostet. Auch wenn es mein Leben fast gekostet hätte. So, und jetzt gehe ich ins Ziel. Aber zum Flex nehme ich natürlich das noch mit. 13 One-Ups. Ja, moin. Das war geil. Und damit wäre dieses Level zu 100% abgeschlossen. Und wir kommen wahrscheinlich zu dem schrecklichsten Level dieses Spiels. Zu dem schwersten. 9-9. Goldener Tempel. Was erwartet mich hier? What the hell? Nein! Ich weiß nicht von wo, aber von irgendwo kenne ich dieses Level. Und ich weiß, dass es brutal hart ist. Hä? Wie funktioniert das? Verstehe ich nicht. Scheiße, warte, euch sammle ich ein. Puzzleteil Nummer 2. Nee, goldene Münze. Brauche ich nicht. So, ich muss auf die Erdbeere landen. Oh, scheiße, wer... Was bist du denn für ein Gegner? So, hier vielleicht das zweite Puzzleteil. Aber das wäre auch lame, wäre es hier so versteckt. Ja.
Wäre auch lame, muss man sagen. What the hell? Bist du denn? Nimm deine Bombe mit. Nein! Was mache ich? Wie dumm muss man sein? Manchmal. So. Aber ein bisschen Skill sollte man schon aufwenden. Und ein bisschen auch auf Risiko gehen, muss ich sagen. So, wie zum Beispiel hier. Oder hier. So, hier schnappe ich mir diese Bombe und schleudere ihm in die Fresse. So. Herzi, yeah. Was ist das für eine komische Musik? So, gibt es hier nichts? Sieht nicht danach aus. So, also aufpassen. So, ich habe eine Banane verpasst. Das ist bad. Ich glaube, dafür gäbe es das zweite Puzzleteil. Könnte es geben. So, oder vielleicht hier irgendwas. Kann man auf euch drauf springen? Nein. Aber ich muss hier rauf. Euch kurz töten und dann da hier weiter. Oh shit. Wie soll man das denn machen? Da braucht man, da muss man vorher eine Rolle starten und es so machen. So. Puh. Ich hoffe, ich packe dieses Level. Denn es sieht bislang nicht so schwer aus. Und eigentlich wäre, hätte es keine genügende Schwere, wäre es nicht brutal schwer, wäre es als das finale Level nicht würdig. So. Eure Bomben muss man in der Luft abfangen und euch in die Fresse donnern. So, da kriege ich ein Herz. Didi kriegt man hier auch nicht. Warte. Scheiße. Eine Münze nur. Ich hoffe, die Bananen vorher waren auch nur eine Münze wert. So, jetzt kommen noch Kirschen ins Spiel. So. Und hier ist ein Puzzleteil. Welches ich noch einsammeln muss. Die größte Challenge ist, dieses Puzzleteil einzusammeln. In diesem Level. Es ist halt echt so. Ja, jetzt. So. Scheiße, die explodieren ja. Wow. Come on. Die Münzen holen wir uns hier noch. Ja, moin. Sowas hättet ihr bestimmt von mir nicht erwartet. Okay, da konnte man auch nichts tun. Oh, jetzt verstehe ich die Schwierigkeit dieses Levels. Jetzt verstehe ich, was hier gefordert wird. Mein Fehler. Mein Fehler. Man hat hier keine Checkpoints. Aber ehrlich sagen, das ist keine Schwierigkeit, wenn man keine Checkpoints hat. Es ist keine Schwierigkeit, dass wenn man einmal fehlt, dass man das ganze Level neu spielen muss. Es ist einfach nur keine Schwierigkeit. Es ist einfach nur Frustration. Sein Vater. So. Ich bin ein bisschen blöd. Ich muss mich ein bisschen mehr konzentrieren. So, Concentration, DK. Jetzt keine Fehler mehr. Goldene Münzen brauche ich ja nicht mehr. Also kann ich hier entspannt agieren. Hat leider mich getroffen. So, haben wir diese Bananen schon eingesammelt? Nur so als Frage, ich mache es mal kurz. Wahrscheinlich ja. Aber auch wenn nicht, da war nichts Wertes. So, Herzlein. Stirb.
So, hier gab es, glaube ich, was, oder? Nee, ich glaube auf dieser Plattform. Also auf dieser Brombeere. Oder sind, was sind das für Beeren eigentlich? Ich verwechsel immer die Beeren. So, und das war auch nur das hier wert. Okay, das sind wir fast noch an der Stelle, an der wir gestorben sind. Aber hier muss man auch nicht sterben. Scheiße. Habe ich das Puzzleteil von dort oben geholt? Ich glaube ja. So. Stirb. So. Eure Bomben muss man in der Luft einfach nur abfangen. So, und euch in die Fresse schleudern, aber sich dabei nicht treffen lassen. Zum Glück gibt es Herzen. Das ist eine Sache der Ehre. So, irgendwo... Nee. Ach so, wir sind ja noch weitergekommen. Wir sind ja bei diesen Kirschen gestorben. So, bei hier sind wir gestorben. Scheiße. Ich wusste, dass das passiert. Weil ich halt den Sprung scheiße getimt habe. So. So, nice. Hier kann man auch ein bisschen auf Geschwindigkeit gehen, muss ich sagen. Denn was habe ich sonst zu verlieren? Nix. Ich weiß schon, was auf mich zukommt. So. So. Autsch. Zack, zack, zack. Euch töte ich schneller. Und hole mir das Herz. Dich töte ich zumindest und verschwende das Herz. Also hier wird es schon geschnitten. Thank you.
diese Stelle. Ich hasse sie so sehr. Yes. Ja. Einfach nur ja. Und ihr könnt mich jetzt am Arsch lecken. Nach 365 Jahren wird mich jetzt hier nichts mehr töten. Ihr werdet jetzt alle hier sterben. Und ich werde triumphieren. Und euch allen den Mittelfinger zeigen. Nach 365 Jahren, 152 Tagen und leck mich doch am Arsch. Und 365 Versuchen will ich dieses Level schaffen. Das muss möglich sein. Egal wie schwer es ist, das muss möglich sein. Bitte, bitte. War's das? Ja! Jawohl, das war's. Yes, endlich. Du kannst nun jeden beliebigen Level im Spiegelmodus spielen. Dabei wird Donkey Kong nicht von seinem Kumpel Diddy Kong unterstützt und kann auch keine Items aus dem Inventar verwenden. Um das Ganze noch schwieriger zu machen, hat er ein Herz weniger. Viel Glück. Und wenn man diesen Spiegelmodus schafft, dann hat man die 200%. Das war's. Nix kommt mehr. Nein. Hättet ihr was Besseres erwartet? Nö. Ihr, euch wird es einfach nur in den Arsch getreten. Und ihr kriegt nur einen super Hardcore-Modus. Spiegelmodus. Und wenn ihr den Spiegelmodus schafft, dann kriegt ihr die 200%. Ist ja klar. Dazu noch ist alles spiegelverkehrt, das ganze Level. Man spielt es so. Und man muss die KONGs neu holen. Alle. Nice. Das kriegt man für diese Scheiß-Challenge. Jawohl. Ich bin ja so froh, dass ich hier das gekriegt habe. Ich bin ja so froh. Ich bin ja so glücklich. Ich bin ja sowas von glücklich. Ja, ja. Nintendo, ich küsse euren Hintern. Ihr seid so lieb. Ihr seid die besten Entwickler.